Hallo! Hallo! Wie geht's? Danke, gut. Und wie, dir? Es geht mir gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Sofia. Sofia, wie alt bist du? Ich bin 8 Jahre alt. Sehr gut, du kannst die Geschichte lesen. Tiere im Wald. Das ist das Einhörnchen. Einhörnchen. Das ist Einhörnchen, ist friedlich. Das Einhörnchen ist orange. Das Einhörnchen kann klettern. Was ist das? Das ist Wildschwein. Das Wildschwein ist gefährlich. Das Wildschwein ist braun. Das Wildschwein kann laufen. Das ist der Hase. Der Hase ist schnell, der Hase ist grau, der Hase kann laufen. Das ist der Igel, der Igel ist langsam, der Igel ist braun, der Igel kann laufen. Das ist der Biber ist klein, der Biber ist braun, der Biber kann schwimmen. Das ist der Bär ist groß, der Bär ist braun, der Bär kann laufen. Das ist der Fuchs ist gefährlich, der Fuchs ist orange, der Fuchs kann laufen. Das ist das Reh ist friedlich. Das Reh ist weiß, weiß und braun. Das Reh kann laufen. Das ist der Vogel. Der Vogel ist friedlich. Der Vogel ist schwarz. Der Vogel kann fliegen. Das ist der Wolf. Der Wolf ist gefährlich. Der Wolf ist grau. Der Wolf kann laufen. Das ist die Ameise. Die Ameise ist klein. Die Ameise ist braun. Die Ameise kann klettern. Das ist die Eule. Die Eule ist groß. Die Eule ist braun. Die Eule kann fliegen. Sehr gut. Sehr gut, danke. Ich habe auch ein paar Fragen für dich. Wie ist der Bär? Der Bär ist groß oder klein? Der Bär ist groß. Ja. Und welche Farbe hat der Bär? Der Bär ist braun. Und was kann der Bär machen? Der Bär kann laufen. Sehr gut. Und über die Ameise? Die Ameise ist klein oder groß? Die Ameise ist klein. Ist klein. Und welche Farbe hat die Ameise? Die Ameise ist braun. Okay. Was kann die Ameise machen? Die Ameise kann klettern. Klettern. Super. Bravo. Sehr gut. Danke. Tschüss. Tschüss.